You don't own me. Übersetzt, du besitzt mich nicht. Du besitzt mich nicht. Diesen Satz hat Leslie Gore in mein gesagt und seit neuestem benutzt ihn Grace in ihrem neuen Song, der ein solches Ohrwurmpotenzial hat, dass ich ihn ständig im Kopf habe. Damit habe ich auch ständig diesen Satz im Kopf. Ich gehöre dir nicht, du besitzt mich nicht. Naja, eigentlich könnte man sich bei diesem Satz ja auch denken, natürlich gehört diese Person nicht der anderen. Es geht um Menschen. Und Menschen sind Menschen, kein Eigentum. Oder nicht? Dazu habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Wie definiere ich eigentlich einen Menschen? Das Erste, das mir dazu gekommen ist, lautet, Menschen sind Individuen. Das heißt, so wie du bist, ist kein anderer. So jemanden wie dich gibt es nur einmal. Das klingt irgendwie ein bisschen einsam, oder nicht? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist das auch so. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir überleben seit jeher dank unseres Zusammenhalts. Ich meine, sind wir die Stärksten? Nein. Sind wir die Schnellsten? Nein. Sind wir die Intelligentesten? Wird manchmal in Frage gestellt. Wir überleben seit jeher dank der sozialen Wunderleistung, es untereinander auszuhalten. Und dieser kleine, uralte Teil von uns selbst will sich dann eben lieber anpassen. Lieber dazugehören, als er selbst zu sein. Um unseren eigenen Weg nicht alleine gehen zu müssen. Aber ist das dann noch unser eigener Weg? Hier widerspricht sich der Mensch selbst. Individualisten, die tun, was alle tun, weil es eben einfacher ist. Die eigenen Ziele und Wünsche, die sowieso nur mit Hürden und Problemen verbunden sind, werden hinter einer Maske der Gesellschaft versteckt. Und man lässt sich vom Strom der scheinbaren Leichtigkeit mitreißen, weil es ja alle anderen auch tun. Aber ist das wirklich einfacher? Schlauer? Ich denke nicht. Denn irgendwann werden wir uns selbst fragen, was will ich eigentlich? Und um sich selbst diese Frage zu beantworten, muss man wissen, wer man ist. Doch da taucht auch schon das nächste Problem auf. Wer zur Hölle bin ich eigentlich? Wer bin ich, mich ein Individuum, ein einzigartiges Wesen, ein einmaliges Wunder nennen zu können? Wer bin ich, wo ich doch eigentlich so lange war wie alle anderen? Die Antwort darauf ist ebenso simpel wie komplex. Du bist du. Jeder Gedanke, der dir in den Kopf schießt, jedes Wort, das du mit Ehrlichkeit sprichst und jede Tat, die du aus vollem Herzen vollbringst, macht dich zu dir. Und das ändert sich täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Du entwickelst dich weiter, wirst nie so sein wie gestern oder letztes Jahr, aber du wirst immer noch du selbst sein. Und du zu sein, unterscheidet dich davon, der andere zu sein. Du setzt deine eigenen Ziele, träumst deine eigenen Träume und lebst nach deinen Vorstellungen. Dass das nicht immer das ist, was alle anderen wollen, ist doch da völlig klar, oder? Wege werden sich trennen. Denn der eine wird nie so sein wie der andere nie so sein wie sein Nächster. Wenn wir das erstmal erkannt haben, müsste es doch eigentlich leicht sein, den Strom zu verlassen. Oder der Strom der scheinbaren Leichtigkeit. Doch leider ist er noch dieser kleine, uralte Teil von uns selbst, der laut brüllt, sobald man sich zu weit von der Gruppe entfernt. Und mit diesem Gebrüll kommt die Angst, kommt das Zweifeln an dir selbst. Dann werden die Gedanken, die dir in den Kopf schießen, schreien, wieso kann ich nicht so sein wie alle anderen? Und die Worte, die du sprichst, nicht der Wahrheit, sondern deiner Angst entspringen. Dann werden die Taten nicht aus vollem Herzen, sondern aus Unsicherheit vollbracht. Doch wer diese Zeiten übersteht, an sich selbst glaubt, sich selbst treu bleibt, wird stärker und glücklicher daraus hervorgehen, als die selbstbewusste Person, die man immer schon sein wollte. Denn du selbst zu sein, hat viele Vorteile. Menschen lieben dich für das Wesen, das du bist
und nicht die Person, die du vorgibst zu sein. Die scheinbare Leichtigkeit erkennst du endlich als tonnenschwere Last und lässt sie fallen. Du lernst, dich selbst zu akzeptieren mit allem, was dich ausmacht. Und sich selbst zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Denn immer wie alle anderen sein zu wollen, ist doch eigentlich völliger Blödsinn. Ich meine, was ist schon normal? Wer entscheidet das? Normalität ist subjektiv. Du kannst selbst entscheiden, wie du sein willst, was du für gut oder für schlecht hältst, auf wen du hören willst und auf wen nicht, wer dir wichtig ist und wer nicht. Es ist dein Leben und das hast du nur einmal. Es gibt keine zweiten Chancen. Und willst du wirklich dein einziges Leben hinter einer Maske verbringen? Dich immer verstellen und nie das versuchen, was eigentlich ein Versuch wert wäre, nur weil andere sagen, du sollst es lassen? Nein, willst du hoffentlich nicht. Denn es ist dein Leben, deins, deins, deins. Denk so oft daran, bis du es selbst glaubst. Lass dich von niemandem verändern, von niemandem sagen, was du tun sollst. Denn du bist kein Eigentum. Du bist ein Mensch, ein Individuum, du selbst. Also verlass den Maskenball und fang endlich an, dein Leben zu leben. Denn wenn wir eine Maske zu lange tragen, können wir sie nicht mehr abnehmen, ohne etwas von unserer eigenen Haut zu lösen. Danke.